So, wir waren beim TÜV und der TÜV hat gesagt, bei unserem Wohnmobil geht eine Kennzeichenleuchte nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, schrauben wir die ganze Schose mal ab und wechseln die Birne mal aus. Das ist ja schnell gemacht. Aber wie man dann hier schon sieht, ist das hier ziemlich dreckig, was ja schon komisch ist. So, da sieht man schon, dass das irgendwie komisch aussieht, so ein bisschen dreckig. So, dann anscheinend kann man das auch komplett wechseln. Das ist natürlich gut gemacht. Hier sind einfach nur solche Flachstecker dran. Das kann man dann anscheinend einfach abziehen. Aber wie man hier schon sieht, ist das alles ziemlich verschmottkert. Und das Problem ist, hier hinter ist alles offen bei unserem Wohnmobil. Und jetzt sieht man auch, wir wollten hier einfach nur die Birne wechseln. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr Arbeit gefordert. Weil das ist alles verschmottkert, weil das Wasser, wahrscheinlich nicht von hier unten, weil es ist ja so befestigt. So ist das befestigt. Und dann muss das Wasser ja wohl irgendwie von oben da reinlaufen. Weil hier unten ist ja erstmal ein Moosgummi, was das eigentlich schützt. Kann also eigentlich nichts passieren. Das Problem ist hier, dass das Wasser jetzt, da das hier hinter alles offen ist, hier kann das Wasser reinlaufen. Das Wasser wird von dem Reifen aufgewirbelt. Und läuft dann auch hier runter und geht dann hier rein. Und dann wahrscheinlich ist das zwar hier vergossen, aber hier unten, unter den Pads, unter diesen Dingern, ist nämlich nicht vergossen. Das bedeutet, durch Kapillarwirkung wird das wahrscheinlich das Wasser da reinlaufen. Genauso auf der anderen Seite wird auch da reinlaufen und wird dann hier ankommen. Und deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde entweder versuchen, neue Kennzeichenleuchten zu bekommen oder halt diese hier so zu machen, dass ich hier ein Kabel reinsetze, diese Sache abkneife und das dann nochmal vernünftig vergieße, sodass wirklich kein Wasser mehr eindringen kann. So, jetzt werde ich versuchen, diesen Kleber, das wird ja wahrscheinlich Epoxidharz oder Gießharz oder irgendwas sein, versuchen da rauszufummeln. Normalerweise habe ich da jetzt letztes Mal auch versucht, ein Teppichmesser zu nehmen. Das geht auch. Aber aufgrund der Verletzungsgefahr sollte man wahrscheinlich davon absehen, ein Teppichmesser zu benutzen. Außerdem beschädigt man so auch nicht das Plastik. Ja, dann muss man jetzt geduldig diesen ganzen Kladderadatsch nach und nach rausfummeln. Dann kriegt man den nämlich auch raus. Das ist einfach nur da drauf geschoben und dann vergossen. Und jetzt ist hier noch die Zunge, die das verhindert, dass das dass die Zunge da rausfällt. Die drücke ich jetzt hier von der Seite rein. So, da ist er. So, und das macht man jetzt mit dem anderen auch. Dann mache ich hier noch den Rest Kleber raus. Dann mache ich das Ganze noch sauber. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich das Ding gereinigt. Jetzt sieht es wieder einigermaßen sauber aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt will ich praktisch hier einfach Kabel in irgendeiner Form anlöten und das dann wieder vergießen, sodass das diesmal wirklich wasserdicht ist. Und wie machen wir das? Ich nehme die Originalkontakte und werde die Originalkontakte jetzt einfach ungefähr in der Höhe, den gleichen Abstand wieder oben, da einfach abkneifen. Oder Bergmann sagt, ich hatte mir gerade überlegt, ich werde das wegdremeln. Aber nicht mit einem Dremel, sondern mit einem Nachbau eines Dremels. Und dann werde ich diese Stifte da wieder durchstecken und das Ganze dann anlöten. Ich habe hier schon ein bisschen angeschliffen, damit ich jetzt hier auch nicht wegrutsche.
wie man sieht, macht sich gerade. Aua! Wie ihr euch denken könnt, ist das heiß. Und zwar nicht zu knapp. So, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Jetzt werde ich das aber noch ein bisschen kürzen. Oder ich überlege mir gerade, ich könnte es eigentlich auch einmal umklappen. Jetzt haben wir das gekürzt. So war das mal da drin. Beziehungsweise, wenn das Ding jetzt nicht gekürzt wäre. Das Ganze war so da drin. So, jetzt haben wir das Problem, ich kann das jetzt hier nicht ganz wegschneiden, weil es hier offen ist. Obwohl, da könnte ich mir, überlege ich mir gerade, das könnte ich ja auch zulöten. Aber das kann ich nicht zulöten. Dann müsste ich es erstmal platt drücken und dann zulöten. Platt drücken und zulöten. Dann würde das nämlich, sonst würde das nämlich auch hier raus ein bisschen rausgucken. Und dann müsste ich ziemlich viel Masse nehmen, um das zu begießen. Also werde ich jetzt einfach versuchen, das einfach mal platt zu drücken. So, ich habe das jetzt platt gedrückt. Das ging eigentlich relativ gut. Und jetzt werde ich das einfach bis hierhin abdremeln und diesen Punkt werde ich dann zulöten. Das ist aber schwer festzuhalten. So, jetzt haben wir ein bisschen Material verloren, egal. Ein bisschen Verlust ist immer. Das werden wir jetzt wieder ein bisschen aufbiegen. Theoretisch. Praktisch lässt sich es gar nicht aufbiegen. So. Jetzt kann man es vielleicht nicht sehen, ne? Dass hier so eine Zunge ist. Hier ist eine Nase, die ich jetzt noch ein bisschen rausbiege.
sollte reichen. Jetzt schieben wir das Ganze wieder in sein Gehäuse rein. Nicht, das geht jetzt auch, weil gerade ging es nämlich nicht. So, das Ding ist jetzt wieder drin. So würde es aber viel zu locker sitzen. Da hätten wir ein Problem. So, das Original war auch einfach nur so da drauf gelegt oder da drauf gestülpt. So war das Original einfach da drauf gesteckt und dann war das Ganze nur verklebt. Und das haben wir jetzt praktisch auch wieder. Deswegen braucht ihr euch nicht wundern, dass das jetzt immer noch ziemlich locker hier ist. Und zwar sehr locker. Kriegte seine Stabilität aber dadurch, dass das hier eingegossen wurde. So, und als Ausgießkleber habe ich hier gedacht, ich probiere das mal mit Patex 100%. Achtung, das ist keine Schleichwerbung, das ist einfach das, was ich jetzt hier ausprobieren wollte, weil da steht auch drauf, dass das flexibel einigermaßen bleibt. So, ich habe jetzt die Birne eingesetzt, habe die Kontakte eingesetzt und die Birne eingesetzt. Dadurch werden die Kontakte stabilisiert. Und jetzt mache ich natürlich als erstes hier drunter noch ein bisschen Kleber. Das habe ich auf der anderen Seite auch schon gemacht. Dann werden wir jetzt die Kontakte da reinflanschen. Jetzt geht's. Wenn ich den Kontakt hochgebogen, den Kabel ein bisschen hochgebogen habe. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Da werde ich dann den Kontakt gleich hochbiegen, den Kabel, das Kabel gleich hochbiegen. Ja, jetzt werde ich das noch ein bisschen mit Kleber auffüllen, nicht zu viel. Erstmal machen wir das in mehreren Schritten. Den lasse ich dann erstmal antrocknen. Beide Stellen. Und dann gebe ich nochmal was drauf. Läuft der nämlich da raus. So, und wenn man dann das in mehreren Schritten gemacht hat, das ist das, was ich gestern gemacht habe, da habe ich dann noch mal was drauf gegossen und jetzt zum Schluss noch mal was drauf gegossen, damit hier auch wirklich so ein kleiner Huckel entsteht, damit das Wasser auch da immer abfließen kann. Das werde ich hier dann auch noch machen. Hier habe ich, da habe ich gerade erst was reingegossen. Da werde ich dann hinterher noch mal mehr drauf machen. Aber immer wieder antrocknen lassen. Ja, und dann sieht es irgendwann mit der verrosteten Birne immer noch so aus. Die habe ich jetzt nur zur Stabilisierung auch wieder reingesetzt. Danach kommt die dann weg. Ich würde das ja jetzt hier umdrehen. Ne? Dann sieht es nämlich so aus mit einer vernünftigen Birne. Nachdem jetzt alles vergossen ist und ich es habe 3 Tage lang trocknen lassen mit den Birnen drin, die dann sozusagen das auch noch arretieren, könnte man jetzt die Birne rausnehmen und dann sollte es auch gut sein. So, jetzt sieht man hier die Kontakte. Sind jetzt auch fest durch den Kleber, also so wie es sein soll. Die sind jetzt praktisch durch den Kleber fixiert auch mit. In der Richtung ist sowieso hinten ein Schutz, dass sie nicht weiter nach außen gedrückt werden können, aber zum Beispiel nach innen könnten sie gedrückt werden, was natürlich jetzt nicht mehr geht, weil der Kleber jetzt angezogen ist. Okay, und hier wollte ich noch mal kurz zeigen, hier ist das jetzt auch alles fest und hart, dass die Birne tatsächlich noch geht, obwohl sie so aussieht.
Perfekt. So sehen die jetzt aus, unsere Kennzeichenleuchten. Jetzt habe ich die Kabel hier komplett eingegossen und die Kontakte auch. Und ich habe jetzt noch einen Supersil-Stecker dran gemacht, der wasserdicht sein soll. Damit er aber auch wirklich wasserdicht ist, hier vorne wird das wohl kein Problem sein, wenn die jetzt hier so befestigt werden, mehr gesagt andersrum, habe ich es aber trotzdem hier auch nochmal ausgegossen, damit ich ganz auf der sicheren Seite bin und es auch wirklich dicht ist. Ja, jetzt werde ich das einfach anschließen und montieren und dann hoffen wir mal, dass die dann auch dicht sind. Wie man sieht, gehen sie. So, und hier nochmal ein abschließender Beweis. Es funktioniert. Hier nochmal der Blick auf die Ansicht nach dem Einbau. Wir haben hinten, hier ist unsere Stoßstange und da ist alles offen. Man sieht, da hinten sind die Blinker. Die Beleuchtung ist alles offen. Das Wasser kann hier ungehindert hinfinden, weil, wie gesagt, alles offen und die Reifen wirbeln das Wasser auf und transportieren es direkt zu unserer Beleuchtung, die hier komplett beim Forster, bei diesem Modell auf jeden Fall, noch offen ist. Bei neueren Modellen, habe ich gesehen, wurde das wohl geändert.